Hallo meine Lieben, heute widmen wir uns ganz kurz dem Thema Stempelkissen. Ich hatte am Wochenende festgestellt, dass meine Liste keinen Platz mehr für die ganz aktuellen neuen Stempelkissen hat von Distress. Also habe ich die neuere Variante davon ausgedruckt, die gibt es online auf der Ranger-Seite, habe ein Stempelkissen mir ausgesucht, was groß genug ist, um die Fläche halbwegs zu befüllen. Und habe mir auch die Labels dazu ausgedruckt, dass ich die Mini-Stempelkissen und auch die großen Stempelkissen alle neu labeln kann, damit das halt alles einheitlich ist, farblich schön aussieht und auch in meinem Regal halt ganz angenehm ist. Früher hieß es immer, man soll die Stempelkissen auf dem Kopf lagern. Inzwischen ist das so, je nachdem welches Stempelkissen es ist, die meisten brauchen das nicht. Also die Dye-Inks zum Beispiel brauchen das nicht unbedingt. Ihr könnt es so lagern, aber es ist eigentlich unnötig. Und ja, hier färbe ich halt die Flächen ein und zwischen jeder Farbe mache ich den Stempel natürlich sauber. Ich habe auch so wie rechts später dann auch Buchstaben ergänzt. Ich habe für die großen Stempelkissen ein G mit drauf geschrieben, für die Mini-Stempelkissen M. Ja, am Anfang habe ich gedacht, okay, ich brauche alle, ich muss die alle besitzen, ich muss die alle als große Kissen haben. Als dann ich dann tatsächlich damit gearbeitet habe, habe ich festgestellt, ich komme damit nicht zurecht. Ich hatte erst ein paar. Das Vintage-Foto zum Beispiel ist eins der Stempelkissen, die ich am meisten verwende, wenn ich meine Ränder bei Motiven oder meine Papierkanten einfärbe, ist das überwiegend Vintage-Foto. Ab und zu finde ich das halt zu braun, dann nehme ich dann Pumice-Ton, das ist mein Grauton. Und ab und zu habe ich dann auch dann das Bedürfnis nach Schwarz, dann ist das Black Suit. Und da sind wir auch schon beim Thema, also nur weil jemand anders euch sagt, das müsst ihr haben, das müsst ihr besitzen, das ist so ein Schwachsinn. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr habt Freunde, die vielleicht das gleiche Hobby haben, sich dafür begeistern oder wie auch immer, und ihr habt was anderes, als was ihr habt, probiert es aus. Nur so kommt ihr dann halt, könnt ihr dann ausprobieren und selber für euch feststellen, was brauche ich tatsächlich. Und wenn ihr dann die Möglichkeit nicht habt, woanders ausprobieren, bestellt euch dann ein, zwei Stempelkissen von irgendeiner Firma, wo ihr denkt, vielleicht wäre das was für euch und testet das zu Hause aus. Kauft euch nicht gleich die ganze Kollektion. Ich meine, ich finde das übertrieben. Oft ist es ja auch so, ihr braucht auch nur bestimmte Farben oder halt einmal den Regenbogen, 6 Grundfarben, je nachdem, wie ihr arbeitet oder was ihr damit vorhabt. Ich habe die Distress und auch die sind noch nicht komplett. Ich habe die ganzen Reinka, was heißt die ganzen auch noch nicht, aber ich habe, glaube ich, mehr Reinka, als ich Stempelkissen besitze. Und damit koloriere ich zum Beispiel aktuell meine Motive. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich koloriere überwiegend halt Aquarell und deswegen habe ich dann die Alkavel Inks mir zugelegt in den Grundfarben, also Schwarz, Grau und Braun. Ich stempel meine Stempelmotive auf Aquarellpapier mit dem Alkavel Ink und kann den dann halt mit wasserlöslichen Mitteln dann ausmalen. Seid ihr aber zum Beispiel Fraktion Copics oder Alkoholmarker, dann seid ihr dann mit den Stempelkissen an der falschen Adresse. Da braucht ihr die Memento. Die sind auf Wasserbasis und die reagieren halt nicht mit Alkohol. Und so ist das halt. Ihr müsst für, je nachdem für mit was ihr koloriert, dementsprechend auch eure Stempelkisten aussuchen. Und auch da gibt es inzwischen so viele verschiedene auf dem Markt. Fast jeder Stempelhersteller hat seine eigene Kollektion und es wäre wirklich übertrieben, wenn man 10 verschiedene Sets an Stempelfarben besitzt. Das ist unnötig. Deswegen, wie gesagt, ich habe die Distress Inks, ich habe auch keine Oxide. Ich weiß nicht, also ich muss das nicht haben. Und jetzt, wo der Action halt mit seiner eigenen Linie rauskam, mit den Kreidefarben, habe ich die Kreidestempelkissen von Action gekauft. Ich habe dafür jetzt auch eine Liste angelegt, das kommt später im Video. Die sind halt anders, die verhalten sich auch anders. Also die sind auf Wasserbasis, genauso wie Dye Inks, also Tusche. Die kann man halt auch super für Hintergründe benutzen.
Auch die Distress-Inks sind nicht wirklich zum Stempeln gedacht, in Form von ich stempel etwas, einen Spruch oder ein Motiv und male es später aus. Man kann es für die No-Line-Coloring zum Beispiel, fürs Ausmalen ohne Konturen, ist zum Beispiel ein Distress-Stempelkissen super geeignet, weil es ist wasserlöslich, das heißt, es reagiert mit dem, was ihr koloriert, und man kann halt die Kontur später nicht wirklich erkennen. Also, es gibt, wie gesagt, so viele Sachen auf dem Markt, und jeder muss für sich selbst entscheiden, was er für nötig hält, was er braucht. Und wie gesagt, das Einzige, was hilft, ist tatsächlich selbst ausprobieren. Hier habe ich, wie gesagt, meine Labels alle zugeschnitten. Bei den großen habe ich festgestellt, die sind so groß, dass ich dann irgendwie 1 Millimeter oben, 1 Millimeter unten weglassen musste, damit ich das vernünftig mit meinem Tesastreifen aufkleben konnte. Und ja, ich habe das bei allen Stempelkissen neu gemacht. Ich habe das aber nicht alles gefilmt. Das hätte dann jetzt den Rahmen gesprengt, und dann wäre das Video jetzt auch wirklich sehr lang. Die Liste selbst, die kommt bei mir in den Planer rein. Dann behalte ich den Überblick, dann weiß ich, was fehlt mir. Wenn ich dann tatsächlich was nachkaufe oder eine Bestellung tätige und mir fehlt dann vielleicht irgendwie ein Betrag von 5 € um Versandkosten frei zu haben, dann werden halt solche Sachen mitbestellt. Aber es ist keine Priorität Nummer 1 bei mir. Ich investiere mein Geld tatsächlich lieber in neue Stempel oder neue Stanzen. Alles andere, ja, ist inzwischen überwiegend alles hier. Und ich meine, man sammelt ja in den Jahren an, also selbst Verbrauchsmaterial wie Papier. Ich habe so viel Papier inzwischen, ich glaube nicht, dass ich das noch nicht mal schaffe, in meinem ganzen Leben zu verarbeiten, und arbeite dann trotzdem überwiegend mit meinen Resten. Ich habe die Farben dann auch später in meinem Regal nach Farben sortiert, so wie sie auf meiner Liste abgebildet sind. Das heißt, ich habe mit Rosa angefangen, ins Rot, ins Orange, ins Gelb, Grün, Blau und so weiter und so fort. Hier seht ihr meine Kollektion mit Reinkern und meine Minis. Auch meine Minis habe ich alle mit Label versehen, und die Labels sind auf der unteren Seite angebracht, denn die Distress sind nicht vernünftig beschriftet. Das heißt, ihr habt auf dem Deckel zwar den Namen draufstehen, aber nicht auf dem Boden. Das sind teilweise nur Abkürzungen drauf, und damit ich beim Arbeiten nicht aus Versehen das vermische oder sonst was, habe ich die dann halt unten aufgeklebt. Mein Vintage-Foto war mal wieder fällig. Ich musste das wieder auffüllen, und da gehe ich halt großzügig mit den Reinker drauf. Da ist eine Pipette in der Flasche, damit könnt ihr dann halt das Ganze auftragen. Mit der Chipkarte habe ich das gerade alles glatt gezogen und lasse das einfach setzen. Ich habe für meine Brilliance, für meine Memento und sogar für meine Tonic Drops, Alkoholmarker, Aquarellmarker, ich habe für alles Listen, nur die Aquarellmarker muss ich noch ausfüllen. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Und ich habe dann gegoogelt und online tatsächlich ein YouTube-Video gefunden und einen Link, wo man die Übersichtstabelle hier für die Chalk Inks von Action runterladen und selbst ausdrucken kann, gefunden. Das werde ich euch auch alles in die Infobox packen. Ich habe die halt auch, so wie wir die Stress jetzt nach Farben sortiert, von rosa ins orange und so weiter und so fort. Und wie ihr seht, die wirken auf dem Papier ziemlich schwach, ziemlich hell. Die sind halt anders. So, das war es auch von mir. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Falls nicht und Fragen noch da sind, könnt ihr mir gerne was schreiben. Kommentare oder sonstiges. Ne? Bis zum nächsten Video. Tschüss.